Ich denke, das wird sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ein aufgeräumtes UI ist das A und O für ein Spiel. Zappa 323 continues its journey towards what's shaping up to be one of the biggest and most impactful patches of Star Citizen yet. We continue discussing the various aspects and features contained within. And this week, we're going back to Team Kian with a quick look at the updated lens and visor, loot screens, and new shopping interface. Also, geht hier um Visiere und. Er läuft da mit Klamotten raus. Alarm, Alarm, Alarm. Haben die NPCs schon gut gemerkt? Okay. Ich versuche mal zu erkennen, ob hier was Neues ist. Also, hier schon als allererstes. Wie kann ich zurück? Hier als allererstes. Oben Minimap. Irgendwie, das, hier irgendein Zeichen, was heißt wohl, ich darf nicht schießen. Hier die Zugehörigkeit, wo man sich befindet wahrscheinlich. Microtech, 4 Sterne. Könnte das hier unten links in der Ecke, könnte das deine Reputation sein, die 4 Sterne? Crimestead 4? Nee, das ist ja hier eine, das ist ja nicht Crimestead, oder? Das ist doch hier, oder ist das Crime? Das hier ist, das ist doch so eine Plakette. Oder müsste die grün sein? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Höhenmesser auf der Seite, falls ihr den seht. Also Neigungsmesser. Und hier oben ist der Kompass. Was mir schon sehr gut gefällt, ist, es ist sehr unaufdringlich und du kannst trotzdem hingucken. Ja, also hier Minimap in Holo, okay. Hier oben der Kompass, Seitenkompass und hier Höhenkompass und wahrscheinlich auch der Höhenmeter oder so. So, unten rechts Knarren, erzählen sie auch gleich. Und hier oben wenige Informationen. Das ganze Bild ist frei, finde ich schon sehr gut. What's the difference between the lens and the visor? It's down to whether you're wearing the helmets or not. The visor is essentially your hood projected onto the helmet. So it's shown on the visor in front of your face. When you take the helmet off, you're wearing a contact lens in lore, and that shows your hood as well. Of course. Also es gibt 2 Arten, um deine Informationen aus der Umgebung anzusehen. Und zwar ist das einmal die Kontaktlinse. Offensichtlich haben wir alle so eine drin. Ja? Und dann gibt es den Visor im Helm. Und der Unterschied ist halt, der Helm ersetzt dann quasi die Kontaktlinse oder ändert die ab, ändert die Daten ab, die du siehst. Of course, in a video game, you're gonna need all that HUD information. You get information about your active status, your weapons, what you're holding. Also wir können noch mal reingucken hier. Unten natürlich, unten rechts, was du in der Hand hast. Animus Missile Launcher, wie viel Munition du hast, dein Fire Mode, Granaten, wie viel Life Pens du hast, wie viel Health du hast. Hier ist deine Schadensanzeige weiterhin, Temperatur und so weiter. Ja. Hier, der guckt gerade so ein bisschen nach unten. Da sieht man, ach, rechts ist das auch. Kann man gerade nicht sehen, weil ich da bin. Hier, da ist auch so ein, der Höhenmesser ist auch, also der Neigungsmesser ist auch hier an der Seite. Ne? Also an beiden Seiten kannst du hingucken, wo du willst. Also hier, genau, das ist dann hier, wie viele Medpens du noch hast. Fire Mode, hier auch die Information, wie du umschaltest, B, Granate werfen, G, stimmt ja nicht mehr. Ja, das ist auch wieder, haben sie ja geändert, habe ich im Evocati gelesen, ne? Granate werfen ist jetzt E. E. Und wie aufstehen. E wie aufstehen. Und G ist, Steuerung G ist irgendwas, ich habe keine Ahnung. Also ich denke mal, da werden sie noch dran arbeiten. Aber E ist Granate werfen, ist so bescheuert. So, und Nummer 4 ist hier, dir so ein Ding reindrücken, stimmt doch auch nicht. Also eigentlich war es ja C und dann, naja, gut, wir werden sehen. Notifications. So, die Notifications sind aber auch oben in der Mitte wieder, also die wichtigen. Your missions. Clear all hostiles. Ich spule noch mal ganz kurz zurück. Das geht sehr schnell durch hier. Your missions. Dann ist ja oben rechts urgent boarding action in progress. Okay, dann sind hier 890. Die Minimap gucken wir uns mal an. Hier sieht man die Leute, die tatsächlich hier rumlaufen. Türen. So, hier Health.
Sauerstoff offensichtlich. Wir sind hier im UEE-Raum. 3 Sterne, das kann nicht der Crimeset sein. Vielleicht Crimeset, wenn es rot umrandet ist, das kann sein. Wenn es rot umrandet ist, müssen wir mal gucken. Munition immer noch. Und hier oben, Clear All Hostiles. 20 von 20 und du hast 30 Sekunden Zeit, ist gut. Das ist das Scope. Sieht auch nice aus eigentlich. Ja, da, Clear All Hostiles und so weiter. You're chatting. Everything like that is part of the visor and lens. But we don't want to do it and just it's magically there, right? You get the lens, it's right there. You have all the information projected on your eye immediately. And the second you put a helmet on, you will get the visor experience. It's okay, was auch immer das bedeutet. Also du hast immer diesen Lenscomputer, der dir die Informationen gibt. Und sobald du den Helm aufsetzt, wird er connected und tauscht eventuell Informationen aus, ne? Making the UI diegetic. The big upgrade in 323 isn't so much new information, but... Hier, da war... Warte mal, ich nehme mal zurück. Da. Helm Equip. Hier unten ist... Hier unten. Helm Equip. L und... Also linke... Linke Shift oder soll halt Alt sein? Linke Alt und H ist ja Equip oder linke Shift. Interact Mode F, okay, sehe ich ein. Ein bisschen, was auch immer das hier ist. But it's a new dynamic system for showing and hiding widgets based on your current situation. So all the basic information that you would see, like you need to know your health status. So you have all of these widgets telling you, okay, you're dying from this thing. You have no oxygen. Was heißt diegetic? Ich habe keine Ahnung. Diegetic heißt auf Deutsch Diegetic. Linkes Minus, genau. Was heißt Diegetic? Ich habe keine Ahnung. Diegetic, ich habe es mal in Dings reingeschmissen. Er sagt mir hier, heißt Diegetic. Diätisch. It's warning you of all the different hazards that you can meet out there. Okay. Und wo sehe ich das? We've got regions all over the lens and we can specify which widgets we show in them. For example, down the bottom right, we've got the weapons. Okay, hat man schon. We've got the control hints. And we've got... Ach, control hints ist hier. Könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Ich schiebe mich mal zur Seite. Control hints. Und hier medical device modes. Dann kommt hier so, drücke... F, um mit der Interaktion zu, okay, steht dann hier an der Seite. Und hier Waffen 1 drücken, werfbares G drücken und ich glaube, das haben sie ausgetauscht letztens. Müssen wir mal gucken. Okay, nochmal zur Seite. Ich muss mich so ein bisschen verschieben, weil wir hier viele Einblendungen haben, ne? Got low priority notifications, which can take up a lot of real estate. If something else shows on screen that would overlap one of those, one of the lowest priority ones will dynamically turn off. And it'll all fit nicely onto screen again. Crime committed steht hier. Könnt ihr nicht sehen, wieder an der Seite. Crime committed hier. Homicide against Vinesh Akosa. Das ist immer noch die Mission oben. Hier oben gibt es kein Radar. Warum auch immer. Und hier sehen wir, das sind die beiden, noch beide Versionen übereinander, ne? Ich denke mal, die hier wird dann rausfliegen und die hier wird dann reinkommen. Hier dieses, ne? Sag mal schnell. Hitmarker. Previously all notifications were shown in the center of the screen, which could get a bit busy. We've now introduced the concept of low priority notifications, which... So, low priority information, die hier reingestreamt wird, das sind die hier. Contract available, let's help each other. Also nicht mehr so ganz vorne oben drauf, da wurde auch echt Zeit. Anything that's not super important to you will show in a box down in the bottom right of the screen instead of being loud and in your face. The UI for the missions and objectives, again, that's all been updated. The notification should animate over to the right-hand side of the screen where we've got our new objective UI.
This presents essentially all the same information as the old objective UI, but in a much nicer package. We've also reworked the weapon UI, so you see a more detailed description of the weapon that you have. And this new visor and lens has been adapted to incorporate the new minimap. Yeah. Another aspect of our dynamic widget system is that we can turn off specific widgets when depending on what you're looking at. So if you've got your Mobi Glass open, it can hide a lot of the widgets. Okay, that heißt, das finde ich ja sehr spannend, das hat nochmal extra erwähnt werden muss, dass wenn du das Mobi-Glas öffnest, du die anderen Widgets ausblendest. Das wäre, ist ja, glaube ich, relativ wichtig. Natürlich, das. Ich verstehe jetzt aber auch nicht, ganz ehrlich gesagt, eine Sache, ne, wenn sie jetzt auf Lens gehen und auf Visor, warum brauche ich noch ein Mobi-Glas? Warum brauche ich noch ein Mobi-Glas? Das verstehe ich nicht. Darüber habe ich gestern schon nachgedacht. Warum kann ich nicht einfach eine Taste drücken und das scheiß Mobi-Glas fährt hoch? Also, warum muss ich den Arm hochreißen? Und warum dauert das dann halt diese 800 Millisekunden, bis das dann oben ist? Das ist für mich ein bisschen seltsam. Ich könnte genauso gut das abdimmen und das einspielen, ne? Du kannst mit der Kontaktlinse keine Knöpfe drücken. Ach so. Ah, no VR für mich. Genau, damit man was drücken kann. Ja, okay. So, dann haben wir hier Contracts hier oben links jetzt. Notifications, das ist die Liste, die kann man dann nochmal durchscrollen, was alles so war. Weil wenn an der Seite das eingeblendet wird, das finde ich gut, ne? Das wurde auch wirklich Zeit. Vor allen Dingen halt ein komplettes Notifications, ich würde es eher in Log schreiben. Und dann kannst du sagen, hier Filter, ich hätte gerne die Notifications, wie viele Crimes habe ich gemacht, was gibt es für Commodity-Sachen. Das finde ich eigentlich besser als Notifications, also Log. Und dann kannst du ja so klick, klick, klick ansehen, also alles ist an und dann kannst du die hier einzeln anklicken, das finde ich besser. Theoretisch. Aber gut, ich bin nicht gefragt worden. So, Reputation. Hier, die Reputation. Wo befinde ich mich gerade? Da finde ich gut. Crusader Industries. Und wie ist mein Crime Stat? Ja gut, der ist ja meistens immer in einer Farbe. So, deine Umgebung. Wie viel Gravitation ist? Kann ich hier atmen? Das finde ich gut. Früher stand hier Oxygenlevel und so weiter. Und da musst du es raten. Da musst du es raten, also oder du musst es quasi wissen, wie die Biologie funktioniert. Jetzt ist hier safe. Jetzt steht hier nicht, kann ich hier atmen und wie ist der Außendruck? 55,2 Kilopascal. Ist das nicht ein bisschen viel? Weiß ich auch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ich hier safe habe, kann ich atmen. Ne? Temperatur, ein bisschen warm. Vielleicht würde ich den Helm doch nicht abnehmen. Wenn der Kopf dann gekocht wird. Muss hier alles grün sein? Wahrscheinlich muss hier alles grün sein. Die Kilopascal sehen auch viel aus, ne? Der Druck hier, der sieht viel aus. Wie viel ist normal in Pascal, damit man überleben kann? Das weiß ich nicht. So, Ammunition, das ist vom Auto. Steckst du nicht drin. Und dann natürlich dein Hals, ne? Ich gehe mal hier zur Seite nochmal. Hier. Ja, mit Bein, alles in Holo. Okay, das können wir so lassen. Lebensenergie, Körpertemperatur, Heart Rate und so. Sieht nice aus, ja. Sieht echt nice aus. Hier unten dann die, wie viel Geld du hast. Und die Zugriff, der Zugriff auf den ganzen Kram. Landing, finde ich gut. Vehicles nach hinten. Also die wichtigen sind so ein bisschen sortiert worden hier jetzt. Okay, dann haben wir den Chatwindow wieder an. Gehen wir hier rüber und hören nochmal zu, was er noch so zu erzählen hat. 50 ist etwas dünn. 50 ist dünn. 100 Kilopascal ist normal. Ah, okay. Dann ist es... Aber es ist sehr warm, ne? Sehr warm hier. Keine Strahlung. Strahlung kommt noch dazu. Maybe except for the notifications. If you're looking at a kiosk, maybe we just want to show the control hints on the right-hand side and everything else can be easily hidden. So, hier auch wieder, du gehst an den ASOP-Terminal und ich hatte eigentlich gedacht, das kommt alles ins Mobi-Glas. Ich dachte, der ASOP-Terminal sollte verschwinden. genau. Ich dachte, der ASOP-Terminal sollte verschwinden. Und aber wenn du an den ASOP-Terminal gehst, dann blenden sie auch Sachen wieder aus, die du nicht brauchst. Okay.
So with the visor, we can now customize the content that you see depending on the helmet you're wearing. And what this new dynamic region gives us beyond 323, we'll be allowing artists to style things based on different visors and different missions and different purposes. Okay, also mit dem Zielkreuz für diesen Visor, den es jetzt erstmal gibt, da könnt ihr euch schon mal drauf einlassen, diese Visoren. Sind das dann Revisoren, die Visors neu gestalten? Diese Visoren werden sich aktualisieren und da werden bestimmte Visors, die mehr Informationen oder weniger Informationen, vielleicht auch für, also ich könnte mir gut vorstellen fürs Mining, dass du dann beim Angucken sofort siehst, was ist das und so weiter. The code for the different styles of manufacturers, etc. is in now. You can see the potential of having different visors super. For different helmets. That different visors, different helmets, sehe ich auch sehr viel Potenzial, dass man die dann im Store kaufen kann. Sehe ich auf jeden Fall. Und dann auch halt auch Farben für die Helme. Also bin ich mir sicher. Naja, dass du die tinten kannst, das kostet dann 2 Euro. Das ist ja nicht pay to win, das ist dann kannst du in Orange, in Rot, in Blau, wisst ihr Bescheid. For these different roles. Auf jeden Fall. The next thing is to get the artist onto the job, really. In 323, the only specialized visor is going to be the combat visor. That comes with the dynamic crosshair. But you can expect us to continue iterating on these visors in future patches. Boah, ey, Kopfschuss weg. So, the loot screen build. So, hier, der Loot Screen. Den habe ich nicht so richtig verstanden, muss ich sagen. Oben ist rot, unten ist blau. Das ist wahrscheinlich meins. Und das ist wahrscheinlich seins. Rot, weil tot. Hier steht Weapon, Magazine, Consumable und Core Armor Compartment. Also alles, was in den Core Armors drin ist. Und dann kann ich die wahrscheinlich einfach so runterziehen, die Sachen. Die sind genau übereinander. Mit dem Pfeilchen kann ich wahrscheinlich, ja, alles rüber, alles. Hier gibt, das geht nicht, kannst nicht alles rüber. Hier sieht man dann wahrscheinlich, wie viel Munition ist noch in dem Dings drin, in der Kiste. Pfeilchen heißt alles runter. On a lot of work that we've done in the personal inventory. Aber brauchst du nur anklicken. Brauchst du nicht runterziehen, brauchst du nur anklicken. Kann ich das auch wieder zurücklegen, weil ich mich verklickt habe? Kann ich auch wieder sagen, ach scheiße, da wollte ich gar nicht draufklicken. Klick und dann ist er wieder zurück. Over the past few years, it's a new UI giving the player the possibility to just pick up stuff on the go. The existing personal inventory can be a bit So, das ist das normale Inventar. Er sagt jetzt auch, das normale Inventar ist etwas umständlich und das wird halt zur Verwaltung da bleiben. When trying to pick up ammo in a firefighter and things like that, so the new loot screen aims to address those issues. Now when the player goes over to a body or a box, it can quickly press F and this will bring up the new loot screen. This menu is a simplified version of the player's loadout and the entity they are looting. You'll see the looted entity. Wenn das so schnell geht nachher, fress ich einen Besen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das so geht, wenn du klickst, ne? Also das ist quasi die Abbildung, das ist eine weitere Abbildung von deinem Inventar, wo Sachen sortiert sind, die er hat, die du hast. Du kriegst den Loot-Screen mit den wichtigsten Sachen und Items on the top and the. Ich guck mal ganz kurz, was das hier sein soll. Ach, guck mal hier. Ich fahre euch noch mal ganz kurz, mach noch mal den Chat aus. Sie ist nämlich jetzt hier oben drin. Hier steht nämlich Core Armor Compartment. Hier sind, das ist Consumable. Das scheint kein Consumable zu sein. Das hier ist ein Hacking-Chip. Das heißt, der hat den in der Brust drin. Das ist das, was der so noch so mit sich rumschleppt. Also bei mir wären das irgendwie 20 Flaschen Bier. Und die würdest du hier finden und die kannst du dann so runterschieben, ne? Okay, verstehe. Falsch. So. The players on the bottom. You can easily swap between both and. Ah ja, hier auch nochmal. Einfach. Ich muss jetzt hier so viel stoppen, weil da ist so viel, was ich mir angucken will, wo ich gestern Abend schon gesagt habe, boah ey, in welcher Geschwindigkeit machen die Bildschirme? Auch hier, Loot Screen von der Kiste heißt, da gibt es keine.
Warum eigentlich nicht? Weil eigentlich müsste ja Weapons Loadout, müsste das Messer nicht auch beim Weapons Loadout sein? Also müsste jetzt nicht hier eine Box sein, wenn ich hier ein Messer sehe, müsste das nicht hier drüben sein, wenn ich sage Klick und dann habe ich das hier unten drin? Ist hier nicht das Messer? Okay, die Sachen sehe ich ein vielleicht. Warum das hier ist nicht als Waffe? Ja, okay. Und equip things from what you're looting by just clicking also or clicking Ding dragging. This screen is a more simplified version of the inventory. Is to make the experience for the player to be quicker. Yeah, okay. We also now have a separate section for armor, which wasn't a consideration for Squadron 42. You'll just click a button and it'll take you to a new page and you can swap your armor with who you're looting. So, stop. Stopp, stopp. Not all attachments fit in the swapping items. Do you still want to proceed? Das heißt, du kannst, wenn du die Unterwäsche von dem Kollegen anklickst, ziehst du dir alles an, was er hat, wenn ich das richtig sehe. Okay. Everything that they had equipped. Bam. Hat er das jetzt gemacht? Ich scroll nochmal zurück. So, vorher hat er... New page and you can... New page? Wie ist er da jetzt hingekommen? You'll just click a button and it'll take Und klicken Sie einfach auf eine Schaltfläche und Sie gelangen in. Klicken Sie auf eine Schaltfläche. Auf welche Schaltfläche? To a new page. Wie ist er da jetzt hingekommen? Von der Ansicht auf die Ansicht. Warte mal. Bin ich doof? Also, Loot. Er hat Loot geklickt. Jetzt geht der Loot-Screen. Jetzt geht der Loot-Screen auf. Und klicken Sie einfach auf eine Schaltfläche. Auf welche Schaltfläche? Hier? Auf das da oder so? Sie kommen auf eine neue Seite. Dort können Sie die Rüstung mit der Person tauschen. Hä? Aber unten ist das nicht ausgetauscht worden, ne? Vielleicht nochmal F. Keine Ahnung. We also have some contextual actions in the loot screen. If you are looking for ammo for a specific. Wie dem auch sei, offensichtlich kann man mit einem Klick die kompletten Sachen wechseln, die er hatte, die du jetzt anhast dann. Weapon, you can hover over that weapon and it will show you any magazines or attachments. Das ist nicht schlecht. That will fit that weapon. Das ist nicht schlecht. You can then quickly loot. Ja, also du hoverst über die Waffe zum Beispiel und dann werden die Sachen gehighlightet, die du mit der Waffe verschießen kannst. Das ist doch nicht das richtige Magazin, oder? Und Aufsätze werden dann angezeigt. Hier. Ich scroll nochmal zurück. Die machen es so schnell. Actions in the loot screen. If so. Jetzt hovert er über die Waffe drüber. Mal gucken, was hier oben passiert. If you are looking for ammo for a specific. Ah, okay. Die blauen Punkte. Okay, jetzt kriegen alle, du hoverst da drüber und alles, was blaue Punkte hat, kann an die Waffe angebaut werden. Hier, das und das. Und du siehst dann hier, das sind die. Okay, du hoverst da drüber und hast sofort einen Eindruck. Specific weapon, you can hover over that weapon. And it will show you any magazines or attachments aber dann, that will fit that dann weapon. Weg, ne? You can then quickly loot those or... Wie war der jetzt? Jetzt hat er hier drauf geklickt? Ah, das sind die Item-Slots. Ach, das sind die Item-Slots. Das ist nicht, wie viel Munition noch drin war. Das sind die Item-Slots. Und dann kannst du hier den Item-Slot wechseln. Du klickst hier vorne auf dieses kleine Ding und dann kannst du den Item-Slot wechseln. Attach the weapon attachments using that menu. So das heißt, du kannst auch mal eben schnell, du kannst sagen, ich will einen Laserpointer drunter haben, ich will ein Licht drunter haben, dann nimmst du das mit, packst das ein und dann kannst du sagen, klick, klick, klick. Ah, sehr gut, sehr gut. Wird das eben umgebaut. Das ist nicht schlecht. The player hovers a specific item. This will auch hier, wenn du hier über das Item hoverst, kriegen alle, die damit verbunden sind, kriegen den blauen Punkt, ne? Kriegen die Information. Das finde ich super. Das ist endlich mal ein bisschen mitgedacht. Hätte man vielleicht auch einfach komplett highlighten können. Vielleicht haben sie das ausprobiert. Vielleicht ist das zu distracting. Also vielleicht ist das zu viel. Vielleicht ist das nicht. Vielleicht ist das doch gut mit dem Punkt. Haben sich bestimmt Gedanken gemacht. Will appear, tooltip that will tell you the available actions and that will link.
Ja, hier. Equip, rechte Maustaste, Drop, Equip, linke Maustaste, Drop, rechte. Du kannst das also auch wegschmeißen. Aus deinem Inventar, aus deinem Backpack. Rechte Maustaste kannst du das rausschmeißen. For example, a single click to equip, a shift left click to store it. We've also added a button. Shift click to store it. Was heißt das? Shift click ab in Rucksack dann? Oder dass das hier rausgeht aus den Consumables? Dass hier ein Platz frei hast? Rutscht das dann rüber? Wahrscheinlich. To the loot screen to swap between that and the existing personal inventory view. The inventory was... Ah, okay, hier. Da hat nochmal ein Pfeilchen gedrückt. Click to store it. We've also added a button to the loot screen to swap between that and man kann das auch the ziehen. Existing personal... Man kann das auch ziehen, Core Armor. Du kannst das hier, kannst sagen, das hätte ich gerne in die Consumables und das hätte ich gerne in den Core Armor rein. Ja, also von hier oben. Das sind alles ungelegte Eier. Nee, glaube ich nicht. Das ist hier Squadron 42 Stuff und der Loot Screen ist, glaube ich, kein ungelegtes Ei. Da bin ich ziemlich sicher, dass das sehr, sehr so bleiben wird. Personal Inventory View. The inventory und dann hat er auf das Ding geklickt und dann kommt er auf das gesamte Inventar. And it's more for your management. So what you're seeing here is still, the visuals are still for Squadron. We are planning to do a PU version and that will come for this release. Left script store, dann kommt das in das normale Store-Inventar. And our team's last big addition to 323 is an updated shopping experience. So today when you're looking to buy an... So, jetzt reden wir. Shopping experience. An item, you look at that item and you see a flat piece of UI on the left-hand side of the screen. You then need to interact with this item and if the price is high enough, it will take you to a confirmation screen in the Mobi Glass that shows you more information where you can confirm if you want to proceed with the transaction. Vorher, ne? With the new Mobi Glass being introduced, we took this as an opportunity to remove the old confirmation screen and update some of the UI around the shopping experience. We really wanted to sell the item. So, hier. Du guckst dir das an. Ah, okay. Die Pfeilchen zeigen, hier ist ein Highlight, es geht um die Hose. Das habe ich nämlich gestern nicht sehen können auf Entfernung. Ich habe das gestern am Fernsehen geguckt. Pants, Darian, kaufen mit B, das ist dein Geld, das wird es kosten. Idee of the AR lens actually putting things out in the world. You will see the overlay around the item. Transaction complete. With basic information. You will see the price of the item and your balance. We're no longer going to be directly interacting with the item to purchase. Aber wo ist das denn jetzt gehighlightet? Das ist aber blöd. Jetzt sehe ich gerade hier Energy Drink Pips. Jetzt ist dieses hier gehighlightet. Die Pfeilchen zeigen nach unten. Ich hätte jetzt das erwartet. So, we'll now have hotkeys. It will be jetzt war, da war hier. Jetzt sind die Pfeilchen nach oben. Die zeigen nach oben. Core Singularity, das Ding ist gehighlightet, okay. Played on the card. You need to press these hotkeys for a certain amount of time in try order to complete F the transaction. The process will happen in the background and then you will get a notification if it was successful. Boah, ich finde das so wichtig, so ne? UI, der ganze UI-Thema, you have this interface so with the information you need to see, okay, do I want to buy this thing? You just interact with it, buy the thing and you're done. The default key for buying will be B. For buying. B, but B if you don't kaufen. Like it, you can go to settings. Also Standardtaste für kaufen ist B wie kaufen. B wie kaufen. Haben sie auf die Deutschen gehört. Also Pips Energy. Wird jetzt hier, du kannst natürlich auch an den Commodity Terminal gehen, aber hier mal eben schnell was rein. Das finde ich gut. Das ist gut. And then change the key binding, like any other bindings in our game. The same will be true for renting if it is a vehicle auch mieten, that can be rented. B, we also have B the concept of Quick Buy currently, which just allows you to grab the item immediately. So the main reason that we made this change is because with the new visor, we have redesigned some of the apps that you have, like shown on the visor and shown on the Mobi Glass. We had the choice to either port the... Dann ist aber auch wirklich umständlich gewesen, ne? Und so. Einfach hier drauf gucken, B und dann fertig. The existing confirmation screen over directly as it is with und dann jetzt haben sie schon wieder weggeblendet all of the, its information or update the experience die to something Bestätigung more einfach now. Und fertig. Obviously we still have the shopping terminals, so if you want to buy things in bulk, that's probably where you go, but ja. When you're just picking kannst that one thing up quickly Terminal kaufen like that. Sehr gut. So for anyone playing Star Citizen, 323 is going to mean
a new visor in HUD. Da hat er draufgeklickt. Jetzt haben wir das gesehen. Das haben sie vorher rausgeschnitten. Pass auf. Wir haben ja vorhin gesehen, wie komme ich in das Bild rein? Wir klicken nochmal, ich gehe nochmal zurück. Er legt den um. So, hockt sich drüber. Erstmal F für Looten. Das ist der Loot-Bildschirm, der erste, der wichtige, der große. Das ist der Loot-Bildschirm mit den Sachen, die er da so dabei hat. Und dann klickt er hier auf das Dingen und dann kommt er in den Anzug von, also in die Außenansicht quasi von dem. 323 is gonna mean Bam! Und dann auch in deine. Also das ist dann das, was du, dein Loot hier, deine Klamotten, du kannst dann quasi das ganze Ding austauschen. Kannst einzelne Sachen austauschen, kannst du, boah, der Helm ist geil, der und so weiter und so fort, oder einfach alles. Visor and HUD experience, that's just gonna look way better than before, it's gonna feel more diegetic. It's been about polishing and improving and iterating on what we've already got. Der Pfeil nach oben ist, ne, ich glaube, der Pfeil hier nach oben, wenn er gefragt, der geht dann, der macht dann dein großes Inventar auf, dein Verwaltung, das wird jetzt auch was. X ist schließen. Das hier ist dann hier, geh bitte in dein großes Inventar, vermutlich. Und das hier ist Swap. Ah, okay, das Swap quasi zwischen den Sachen hin und her. In the universe. It's gonna have the new looting system. Da, bam, und schon, er kriegt dann deine alten Sachen, wie viel Aufwand. Er kriegt deine alten Sachen angezogen. So, hier, nimm, hier. Das ist deins jetzt. Schön. Das ist meins und das ist deins. Und dann sagen wir einfach, du bist gestorben. Which is gonna make the flow so much quicker for so you. So super. As well as the new shopping system. Looking nicer, being faster. Shopping We're system. Hoping to provide a better experience to all the players. So das sieht für mich auf jeden Fall einer besseren Experience aus. I'm really proud of the work that everyone on this auf jeden team Fall. Has been doing. So what did we learn this week? Well, we learned that the updated visor system will unlock artists to explore different interface stylings and designers. CID, tut mir leid. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass das neue Visa-System es Künstlern ermöglicht, verschiedene Interface-Stile zu erarbeiten, erkunden und das zu bauen. Und dem Marketing so noch mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben, zu entscheiden, ob wir hier Knete draus machen oder nicht. Tut mir leid. To create more function-driven apps for the different manufacturers and purposes of helmets. That the new Squadron 42 looting screens being adapted to the multitude of uses exclusive to the persistent universe. And how the new shopping interface aims to make finding and buying that item or vehicle in-game easier and more intuitive than ever before. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you. And we'll see you all here next week. Alles klar, Jared. Sieh zu. Jetzt kommt noch ein Gimmick. Look at this stupid meme. Das ist ja vom letzten Mal. Ich finde das so geil, dass sie diesen, dass sie hier Tobi Bar genommen haben. Als der Tobi Bar, das kannst du fast nicht toppen, Tobi Bar genommen haben, der dann hier das Ding in der Hand hält, die zeigen, was er in der Hand hält und dann hier mit seinem Greenscreen. Every time I do, it makes it seem schön. Like schön. My hiring was so bad. Remember the 3.0 beard, ja, ich erinnere mich. And all I did was make Chris Rock. Was war das? Robert's man. And this is why I screwed up. This schön. Line just rhymes up. Ach ja, schön. Ja, wie sind eure Gedanken dazu? Ich denke, das wird sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ein aufgeräumtes UI ist das A und O für ein Spiel.